Ja, vielen Dank für diese ausführliche Einführung. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich arbeite, wie Sie schon erwähnt haben, in einem Projekt zu Geschichte und Grundlagen der Quantenphysik in Berlin. Kurztitel ist das Quantum History Project und beschäftige mich eigentlich täglich mit Dingen, die hier in Göttingen passiert sind. Gerade in den letzten Wochen habe ich mich viel mit Max Born's und Werner Heisenbergs frühen Arbeiten zur Molekülstruktur beschäftigt. Und ich habe unheimlich viel mit anderen Größen, die hier in Göttingen ansässig waren, zu tun gehabt in den letzten Jahren. Wir schreiben gerade an einem umfassenden Buch zur Geschichte der Quantenmechanik. Und trotzdem bin ich heute das allererste Mal in meinem Leben hier in Göttingen. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich hier nach Göttingen komme, um ausgerechnet über Erwin Schrödinger etwas zu erzählen, wo es doch so viele andere gäbe, über die man hier was erzählen könnte. Aber ich hoffe trotzdem, Ihnen einen spannenden Einblick in die neuesten Ergebnisse der wissenschaftsgeschichtlichen Forschung zu Erwin Schrödinger und zur Entstehung der Wellenmechanik liefern zu können. Ich will einsteigen mit einem ganz kurzen Überblick über die Biografie Erwin Schrödingers, 1887 geboren, 1961 gestorben. Er wuchs auf in Österreich, ging dort zur Universität, war in Wien an der Universität, kam gerade an die Universität, als Ludwig Boltzmann sich umgebracht hatte, aber die Universität lebte noch in dem Geiste Boltzmanns. Seine Lehrer waren zum Beispiel Franz Serafin Exner oder Fritz Hasenöhrl. Promovierte dort, habilitierte dort und musste dann zum Militärdienst. 1921 wurde er Professor in Zürich nach einigen kurzen vorherigen Stationen und 1926 gelangte er zu Weltruhm mit seiner Wellenmechanik. Dies brachte ihm dann auch 1927 die Nachfolge Max Plancks ein. 1933 verzichtete er auf seine Professur in Berlin und emigrierte nach Oxford. Ihn zog es dann aber dennoch zurück in den deutschsprachigen Raum nach Österreich, wo er 1936 nach Wien eine Professur annahm und musste dann nach dem Anschluss und vielen Anfeindungen 1938 Wien verlassen und nochmals emigrieren, nach Dublin diesmal, und kehrte erst einige Jahre nach dem Krieg 1955 nach Wien zurück und starb 1961 in Wien. Und sein Grab ist in Tirol im schönen Örtchen Alpbach zu finden. Und das ist sein Grabstein. Und oben auf dem Grabstein sehen Sie etwas, das zentral ist für das Thema meines heutigen Vortrags, allerdings in etwas modernerer Form hingeschrieben, als Schrödinger das damals gemacht hat. Das ist die Schrödinger-Gleichung, die berühmte, und zwar in ihrer zeitabhängigen Form. Das eigenartige H-Quer, was Sie dort sehen, viele von Ihnen kennen das sicherlich, ist nichts anderes als das Plancksche Wirkungsquantum geteilt durch 2π. Und das Psi, was Sie dort sehen, der griechische Buchstabe, der so aussieht wie eine Gabel oder ein Neptunszepter, ist die berühmte Wellenfunktion. Über diese Schrödinger-Gleichung haben sich Zeitgenossen wie spätere Kommentatoren ausführlich geäußert. Max Planck schrieb sofort nach Erhalt der ersten Abhandlung Schrödingers zur Wellenmechanik an Schrödinger: Ich lese Ihre Abhandlung wie ein neugieriges Kind die Auflösung eines Rätsels, mit dem es sich lange geplagt hat, voller Spannung anhört, und freue mich an den Schönheiten, die sich dem Auge enthüllen, die ich aber noch viel genauer im Einzelnen studieren muss, um sie voll erfassen zu können. Arnold Sommerfeld, etwas später, sagte über die Wellenmechanik und die Schrödinger-Gleichung, es sei unter allen erstaunlichen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts die erstaunlichste. Richard Feynman in seinen Lectures schreibt: Woher kam diese Gleichung? Nirgendwoher. Es ist nicht möglich, sie von irgendetwas herzuleiten, das wir kennen. Sie kam aus dem Geiste Schrödingers, erfunden in seinem Ring um ein Verständnis der experimentellen Beobachtung der realen Welt. Nun, wenn dies stimmte, könnte ich jetzt aufhören, weil dann gäbe es nichts zu tun für den Wissenschaftshistoriker. Weil in den Geist Schrödingers kann ich leider auch nicht mit allen modernen Methoden, die uns zur Verfügung stehen, hineinblicken. Ich hoffe, Sie überzeugen zu können, dass das ein Irrglauben ist, was Richard Feynman in seinen Lectures ausdrückt. Und dass es tatsächlich möglich ist, zu motivieren, zu zeigen, auf welchem Wege Erwin Schrödinger zur Wellenmechanik gelangte. Und das ist kein
Geistesblitz kein Heureka-Moment war, sondern dass es eine Entwicklung war, die aufbaute auf einer langjährigen Tradition der klassischen Physik, die aufbaute auf Versuchen, im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts diese klassische Physik zu überwinden oder neu zu gestalten, die Widersprüche der klassischen Physik aufzulösen, die aufbaute auf der wirklich tiefen und reichen Kenntnis Schrödingers über Strukturen in dieser klassischen Physik. Steigen wir ein. Ich habe meinen Vortrag in zwei Teile aufgeteilt. Der erste ist kürzer und soll in gewissem Sinn als Einführung dienen. Da geht es um die Geschichte der Quantentheorie bis zur Quantenmechanik und zur Wellenmechanik. Wenn Sie sich langweilen, signalisieren Sie mir das bitte. Gleichzeitig dürfen Sie aber auch gerne an jedem Punkt und nicht nur in diesem ersten Teil mich unterbrechen und Nachfragen stellen. Der zweite Teil wird länger sein, auch weil ich mir in dem noch einen kleinen Einschub leiste, in dem es gehen wird um etwas aus dem 19. Jahrhundert, um etwas, was für Schrödinger sehr wichtig war, wie ich hoffe, zeigen zu können. Und im zweiten Teil geht es um die Entstehungsgeschichte der Wellenmechanik und um die einzelnen Schritte, die Schrödinger durchlief, bis er die Wellengleichung und dann auch seine Interpretation der Wellenfunktion in Händen hielt. Das 19. Jahrhundert ist dominiert von dem, was wir heute klassische Theorien nennen. Die Mechanik, zurückgehend auf Newton und andere, die Elektrodynamik, die erst entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts, da kann man Faraday, Maxwell, Hertz und andere nennen, und die Thermodynamik. Und es ist interessant zu beobachten, dass die Versuche, diese Grundpfeiler der klassischen Theorie, physikalischen Theorie, irgendwie aufeinander zurückzuführen, interessante Dinge entstanden. Es gab viele Versuche, zum Beispiel durch Maxwell, mechanistische Deutungen der Elektrodynamik zu erlangen. Ein Buzzword, was man da nennen könnte, wäre der Äther und die möglichen mechanischen Modelle für den Äther. Das 19. Jahrhundert hat außerdem die Versuche, zum Beispiel Ludwig Boltzmanns gesehen, die Thermodynamik auf eine Mikrophysik, auf eine statistische Mechanik zurückzuführen. Und so irgendwie diese neuen Wissensbereiche der Physik, der Mechanik unter- oder einzuordnen. Man spricht daher auch oft von einem mechanistischen oder mechanischen Weltbild des 19. Jahrhunderts. Die Revolutionen der Physik, wie sie oft landläufig genannt werden, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, entstammen aber genau aus diesen Themenkreisen. Den Themenkreisen, wo es darum ging, Mechanik und Elektrodynamik oder Elektrodynamik und Thermodynamik irgendwie miteinander zu vereinen. Eine entweder fundamentalere Theorie zu finden, die beide enthält, oder das eine auf das andere zurückzuführen. Und grob vereinfachend könnte man das so darstellen, dass an den Grenzflächen zwischen diesen drei Grundpfeilern der klassischen Theorie Grenzprobleme auftreten. Deren Lösung führte zu den großen Umwälzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Problem der Mechanik und der Thermodynamik, der statistischen Physik, habe ich gerade angesprochen. Als ein Stellvertreter dafür könnte man Einsteins Aufsatz über die Brownsche Bewegung von 1905 sehen, aus seinem Annus Mirabilis. Die Grenzfläche zwischen Mechanik und Elektrodynamik hat hervorgebracht die Relativitätsrevolution, die spezielle Relativitätstheorie. Über die Elektrodynamik bewegter Körper ist der Titel des Aufsatzes von Einstein dazu von 1905. Und Thermodynamik und Elektrodynamik sind die Grenzfläche, wo die Quantentheorie im Jahr 1900 entstand, wo Max Planck sich Gedanken über die Quantentheorie des schwarzen Strahlers, des schwarzen Körpers gemacht hat. Nun war die Mechanik aber nicht nur in einer Krise aufgrund dieser Grenzprobleme. Ihr Status war unklar im Laufe des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie hatte noch ein weiteres Problem, noch einen weiteren kritischen Einfluss, und es waren die Konflikte mit neuem empirischen Wissen. Dinge, die sich nicht erklären ließen mittels der Mechanik oder der anderen klassischen Theorien. Sehr prominent natürlich der schwarze Körper, aber auch die Atomspektren, die spezifische Wärme von Festkörpern und Molekülen.
sowas wie die Röntgenabsorption, und die Liste ginge weiter. Und mein Argument in diesem ersten Teil des Vortrags ist, dass diese doppelte Krise der Mechanik zur Quantenphysik geführt hat. Und ich möchte jetzt einfach relativ schnell gerne das nochmal rekapitulieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel Dieter Hoffmann einiges davon schon erzählt hat und bestimmt auch Michael Stölzner in seinem Vortrag über Hilbert wird auch die Quantentheorie erwähnt haben. Dennoch, das Ganze begann damit, dass Max Planck versuchte, eine Formel aufzustellen für die Strahlung oder die Strahlungsdichte des schwarzen Körpers, also die Abhängigkeit der Intensität der Strahlung von der Frequenz, und ihm das mit den Methoden, die er zur Verfügung hatte, nicht gelingen wollte. Die Geschichte ist relativ kompliziert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dieter Hoffmann einiges davon erzählt hat. Ich möchte nur sagen, letztendlich schien ihm der einzige Ausweg eine von Boltzmann ursprünglich vorgeschlagene Rechenmethode zu benutzen, die eigentlich nur formal die Existenz finiter, endlicher Energieelemente annahm, die in einer klassischen Denke man dann natürlich zum Ende der Rechnung wieder gegen Null schwirren lassen könnte, also den Limes wieder zu Elementen, infinitesimalen Elementen machen konnte. Max Planck stellte aber fest, er muss annehmen, dass Energie nur in Elementen solcher endlichen Größe auftreten, und die nannte er Quanten. Und funktioniert der? Ja, lass auf mal dieses H hier, das Planck'sche Wirkungsquantum, spielt eine wichtige Rolle, weil die Energieelemente bei ihm Energien haben, die der Frequenz nü mal diesem Wirkungsquantum entsprechen. Das ist die Schwarzkörperstrahlungsformel, da will ich aber nicht weiter drauf eingehen. Ein sehr wichtiger Schritt war das 1905 von Einstein publizierte Paper, der Aufsatz, in dem die Lichtquantenhypothese aufgestellt wird. Nach Einstein besteht Licht aus Lichtquanten, Lichtteilchen, heute würde man sagen Photonen, deren Energie gegeben ist durch die Energie H mal Nü, Planck'sches Wirkungsquantum mal Frequenz des Lichts, Farbe des Lichts, wenn man so will. Dieses Papier von Albert Einstein wird meistens als das Papier beschrieben, in dem er den photoelektrischen Effekt, also die Herauslösung von Elektronen aus Metallen, aus Metalloberflächen, theoretisch beschrieben hat. Mindestens genauso wichtig aus Sicht der Geschichte der Quantentheorie ist aber, dass Albert Einstein es gelang, aufgrund dieser Hypothese aus der Statistik der Lichtquanten die Planck'sche Strahlungsformel herzuleiten. Hat also sozusagen, wenn Planck aus der Sicht der Hohlraumoszillatoren oder der Oszillatoren des schwarzen Körpers gedacht hat, hat er aus der Position der Lichtteilchen oder des Lichtes gedacht und hat es geschafft, die gleiche Statistik herzuleiten. Diese Auffassung Einsteins, dass Licht vielleicht doch aus Teilchen bestehen könnte, wo man das gesamte späte 19. Jahrhundert angenommen hatte, man wüsste jetzt endgültig, okay, Licht, das sind Wellen, das sind elektromagnetische Wellen, das sind keine Teilchen. Die Newton'sche Emissionshypothese hat ausgedient. Die war sehr kontrovers, bis in die frühen 20er Jahre. Was heute oft vergessen wird, wenn über diese Arbeit von Einstein gesprochen wird. In den folgenden Jahren, 1909 bis 1912 in etwa, führte diese Lichtquantenhypothese Einstein zu der Idee des Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts. Er versuchte mit seiner Idee des Lichtquantums alles zurückzuführen auf eine Theorie, in der Licht in Teilchengestalt, in Quantengestalt auftritt. Nur das gelang ihm nicht. Er sah immer wieder, dass es Aspekte gibt, dass es Versuche, empirische Ergebnisse gibt, die sich entweder mit dem einen oder mit dem anderen erklären ließen. Und das führte ihm zu dieser Idee des Dualismus. Licht hat sowohl Wellen- wie Teilcheneigenschaften, und das irgendwie gleichzeitig. Aufgeklärt wurde das dann erst in den Jahren darauf. Bohr machte sich die Einsteinsche und auch die Planck'sche Auffassung zu eigen, als er daran ging, einen Versuch zu unternehmen, die Atomspektren zu erklären. Und die sozusagen
Ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal vom Bohrschen planetaren Atommodell gehört, ein Kern um das Elektronen, um den Elektronenkreisen. Die entscheidende Innovation war, dass nun Bohr nicht mehr davon ausging, dass die Strahlungsfrequenzen, also die Emissions- und Absorptionsfrequenzen im Atomspektrum, etwas mit den Umlauffrequenzen der Elektronen im Atom zu tun hatten. Bohrs entscheidender Beitrag, der ihn dann auch zur Erklärung des Wasserstoffspektrums führte, war, dass er annahm, dass es nur bestimmte, diskrete, also von der Energie her genau bestimmte Bahnen gab, auf denen die Elektronen sich bewegen konnten, und dass die Differenzen der Energie in dieser Bahn den Emissions- und Absorptionsfrequenzen in den Spektren entsprachen. Und die mathematische Fassung davon ist das, was man als Bohr-Sommerfeld-Quantenbedingung bezeichnet heute, dass ein bestimmtes Integral, nämlich das Wirkungsintegral, ein ganzzahliges Vielfaches des Planck'schen Wirkungsquantums ist, n ganze Zahl h Planck'sches Wirkungsquantum. Und in der Folge führte das Bohr zur Aufstellung eines als Korrespondenzprinzip bekannten Satzes, wenn man so will, der allerdings eigentlich, wenn man von Bohr spricht, immer mit einem Zeitindex versehen werden müsste. Das Korrespondenzprinzip von 1917 ist nicht das gleiche wie das von 1925. Die Grundidee ist die folgende: Es müsste doch möglich sein, eine Übersetzungsvorschrift zu finden, die aus der klassischen Theorie, zum Beispiel der klassischen Mechanik oder Elektrodynamik, es mir gestattet, die entsprechenden Quantenausdrücke durch ein Übersetzungsverfahren zu gewinnen. Und das gelang in einigen Fällen spektakulär gut, in anderen Fällen gelang es nicht, so ein Übersetzungsverfahren zu gewinnen. Aber die gesamte Quantenphysik in etwa zwischen 1916 und 1925 war eigentlich die Suche nach solchen Anwendungen des Korrespondenzprinzips. Wie schaffe ich es, ein klassisches Problem zu nehmen, klassische Bewegungsgleichungen, klassische Trajektorien und zu einer quantentheoretischen Beschreibung von Vorgängen, von experimentellen Vorgängen zu gelangen. 1924 machte Louis de Broglie einen wichtigen Beitrag zur Quantentheorie, der sicherlich zu der Zeit als zumindest kreativ, wenn nicht gar hanebüchen, angesehen werden musste. Er machte sich zu eigen, dass nach der speziellen Relativitätstheorie, jeder kennt die Gleichung E ist gleich m mal c Quadrat, und nach der Energiefrequenzbedingung E ist gleich h mal nü, doch eigentlich jeder Masse auch Frequenz zugeordnet werden müsste. Und dass somit nicht nur Licht, sondern auch die Materie Welleneigenschaften haben müsste. Und er führte sozusagen zusätzlich zu den Korpuskeln der Mechanik eine sogenannte Phasenwelle, heute würden wir sagen Materiewelle, ein und nannte dies in seiner Doktorarbeit ein periodisches Phänomen von noch unbestimmter Natur, das mit jedem Stückchen Materie verbunden ist. Also für de Broglie gab es Massepunkte und zusätzlich zu den Massepunkten Phasenwellen, die sich über den gesamten Raum erstreckten, die aber diesem jeweiligen Massepunkt zugeordnet waren und die die Bewegung bestimmten, dieses Massepunktes. Und ein großer Erfolg von de Broglie war es, dass er mittels dieses Postulats oder dieser Hypothese die Bohrschen Quantenbedingungen erklären konnte. Die waren davor reine Postulate. Dafür gab es keine physikalische Erklärung. Und in seinem Fall gelang es eben durch die Existenz dieser Materiewellen zu zeigen, dass nur solche Umlaufbahnen um den Atomkern erlaubt sein konnten, wo die Wellen eine geschlossene Welle darstellten. Ansonsten gäbe es destruktive Interferenz und man würde keine stabile Bahn bekommen. Ein wichtiger Zwischenschritt war die Aufstellung der folgenden Beziehung: Lambda ist gleich h durch p zwischen Wellenlänge und Impuls von materiellen Teilchen, ursprünglich für Lichtteilchen eingeführt. Er nahm an, dass Lichtteilchen eine endliche Masse haben und nicht etwa masselos sein, und dann seine Verallgemeinerung dieser Beziehung auch auf Materieteilchen. Die alte Quantentheorie
an deren Endpunkt wir jetzt mit de Broglie auf jeden Fall gekommen sind, war mehr ein heuristisches Schema als eine vollständige Theorie. Die Idee war, man nimmt die klassische Mechanik und pfropft irgendwie zusätzliche Bedingungen auf, sodass das rauskommt, was man empirisch auch beobachtet. Man pfropft diese Quantenbedingungen auf. Die sind quasi Zwangsbedingungen zusätzlich zu den restlichen Bedingungen aus der Mechanik. Leider führte das nicht sehr weit. Jegliches Vielteilchenproblem, also Atome mit komplexen Spektren, mit mehreren Elektronen, konnte nicht beschrieben werden mit Hilfe der alten Quantentheorie. Prominentestes Beispiel ist das Heliumspektrum. Der Sehmann-Effekt, also das Aufspalten der Spektrallinien im Magnetfeld, war nicht erklärbar. Die generelle Multiplet-Struktur der Atomspektren, nicht erklärbar. Die Polarisation des Fluoreszenzlichtes, nicht erklärbar. Die Erklärung, die aus der alten Quantentheorie rauskam, war genau das Gegenteil von dem, was man beobachtete. Entartete Systeme, also Systeme, die sozusagen Energieniveaus hatten, die sehr nah beieinander waren oder sogar gleich waren, ließen sich nicht beschreiben. Und aperiodische Phänomene, zum Beispiel die Streuung von Licht an Elektronen im Festkörper oder so, ließen sich nicht beschreiben. Das führte nach Ansicht vieler Historiker dazu, dass ab ca. 1923 eine Krisenstimmung aufkam in der Quantentheorie. Irgendwie kommen wir so nicht weiter. Wir können nicht versuchen, ewig an der klassischen Theorie einfach kleine Verbesserungen vorzunehmen, kleine zusätzliche Quantenbedingungen aufzufinden und damit in der Lage sein, alles zu beschreiben, was wir beschreiben wollen. Gleichzeitig war es völlig unklar, wie eine andere Theorie auszusehen hätte. Die Grundidee der damals wortführenden Physiker, unter anderem Niels Bohr, Max Born, der sehr junge Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, einige andere, war, dass es doch möglich sein sollte, durch verstärkte Einbeziehung empirischen Wissens zu einer Verschärfung des Korrespondenzprinzips von Bohrs zu gelangen. Also irgendwie dieses Korrespondenzprinzip, was hin und wieder mal funktionierte, in eine allgemeine, immer gültige Regel umzuwandeln, die es einem erlaubt, von der klassischen Physik zur Quantenphysik zu gelangen. 1925 schlägt Heisenberg schlussendlich eine neue Mechanik, die alte zu ersetzen habe, vor, forthin als Quantenmechanik bekannt. Der Begriff Quantenmechanik taucht allerdings schon früher auf. 1924 gibt es einen Aufsatz von Max Born, der heißt Über Quantenmechanik. Da sind schon wesentliche Grundgedanken davon ausgeführt, allerdings scheitert es an technischen Problemen. Schon 1922 benutzt Albert Einstein den Begriff Quantenmechanik. Das zeigt, dass zumindest seit in etwa 1922 ein Bewusstsein dafür da war, dass irgendetwas Neues daherkommen müsse. Aber dieses Neue, so neu war es dann doch nicht. Denn es handelt sich nicht etwa um eine neu erfundene Theorie, einen Geistesblitz à la Richard P. Feynman, sondern es handelt sich um eine Umdeutung. Heisenberg schafft es, klassische Größen wie Ort oder Impuls zu reinterpretieren unter Beibehaltung vieler, vieler Strukturen der klassischen Physik. Aber die Größen, die in den Gleichungen, in den Newtonschen Gleichungen auftauchen zum Beispiel, werden von ihm reinterpretiert. Und zwar werden sie ausgedrückt in Funktion prinzipiell beobachtbarer Größen. Die Bahn eines Elektrons um den Atomkern ist nicht beobachtbar und vielleicht auch prinzipiell nicht beobachtbar. Das wissen wir heute sehr viel besser als Heisenberg damals, aber auch damals war das schon klar, dass es schwierig ist. Die Übergangsfrequenzen und Übergangsamplituden sind beobachtbar. Und Heisenberg schaffte es, nur diese in seine Theorie eingehen zu lassen und formulierte zum Beispiel den Ort als einen Satz von Amplituden und den Impuls als einen Satz von Amplituden. Und das lieferte die gesuchte Verschärfung des Bohrschen Korrespondenzprinzips. Eine systematische Ersetzung der klassischen Größen in der klassischen Mechanik führte durch die Umdeutung zu einer neuen Mechanik, der Quantenmechanik, die in diesem Sinne allgemeiner war als die klassische Mechanik.
Sehr schnell stellten Born und Jordan dann fest, dass das, was Heisenberg erfunden hatte, nichts anderes war als Matrixalgebra. Und zwar für unendlich dimensionale Matrizen. Das ist was, da könnte man durchaus ranschreiben, Copyright Göttingen oder sogar Hilbert. Das war eines der Steckenpferde von David Hilbert. Und das war gut bekannt hier. Pascual Jordan zum Beispiel war an der Edition des Courant Hilbert stark beteiligt, in dem solche Dinge unter anderem auch angesprochen wurden. Und das wurde denen sofort klar, Mensch, diese nicht kommutative Algebra, die Heisenberg da erfunden hat, das ist einfach Matrixalgebra. Und deshalb heißt die Quantenmechanik in der Folge auch, da die Quantenmechanik selbst zum Überbegriff irgendwie geworden ist, oft Matrizenmechanik. Auf völlig andere Weise, mit völlig anderer Motivation, auf empirisch deutlich unterschiedlicher Basis, präsentierte 1926 Erwin Schrödinger die Wellenmechanik. In der Folge wird sich dann herausstellen, dass diese beiden Theorien zueinander äquivalent sind. Sie waren beide bestimmt zu ihrer Aufstellung noch nicht vollständig, insofern ist es ein bisschen kompliziert, über Äquivalenz zu sprechen. Aber in den Erfahrungstatsachen, die sie beschreiben, stimmen sie überein. Das wird aber erst im Sommer oder ein bisschen früher 1926 klar. Wir befinden uns hier im Januar und Februar 1926. Und Erwin Schrödinger geht aus von de Broglie's Ideen zu den Materiewellen und versucht, eine Wellengleichung aufzuschreiben, die diese Materiewellen, diese Phasenwellen beschreibt. Es gelingt ihm und er kommt zu dieser Gleichung. Sie werden sie wahrscheinlich wiedererkennen, wenn Sie mal Physik gehört haben oder immer noch aktiv sind in der Physik. Das K-Quadrat ist natürlich das H-Quer-Quadrat. Da muss man ein bisschen umstellen, um die Form zu finden, die man heute meistens sieht. Das ist die Wellengleichung für das Problem eines Kerns und eines Elektrons, also für das Wasserstoffatom. Deshalb steht da der E-Quadrat durch R-Term drin. Und das ist auch tatsächlich die Wellengleichung, die Schrödinger zuerst aufgeschrieben hat. Also nicht für ein allgemeines Potential, sondern für dieses Zentralpotential. In der Folge, nach der Äquivalenz, nach den Äquivalenzbeweisen, gibt es eine rapide Weiterentwicklung dieser Quantenmechanik. Im Sommer 1926 stellt Max Born seine Wahrscheinlichkeitsinterpretation vor. Sehr bald danach folgt die Transformationstheorie, die eigentlich die Äquivalenz der Heisenbergschen und der Schrödingerschen Sichtweise dann erst zementiert. Es gibt ab Ende 1927 und vereinzelt davor Versuche, die Quantenmechanik zu verallgemeinern auf Vielteilchenprobleme, die zu der Einsicht führen, zum Beispiel, dass für fermionische Systeme, sowas wie Elektronen, eine neue Statistik, die Fermi-Dirac-Statistik, notwendig ist, wohingegen für andere Systeme, wie zum Beispiel Lichtteilchen, bosonische Systeme, die neuartige Bose-Einstein-Statistik nötig ist. Wobei ich hinzufügen sollte, dass weder die Fermi- noch die Bose-Statistik Produkte der Quantenmechanik sind. Die gab es schon, bevor es die Quantenmechanik gab. Aber das Verständnis, warum das so ist, das kam erst danach. Es gelang, die bislang nicht relativistische Schrödinger-Gleichung zu verallgemeinern auf die relativistischen Fälle. Ich hätte da vielleicht jetzt auch noch Klein-Gordon reinschreiben sollen. Ich habe jetzt nur Dirac hier drin stehen und Pauli. Heisenberg gelangte zur Unbestimmtheitsrelation, die für die Interpretation der Quantenmechanik enorm wichtig ist. Es gab frühe Versuche zur Aufstellung einer Quantenfeldtheorie, also zu einer Vereinheitlichung von Mechanik und Elektrodynamik, also einer Quantenelektrodynamik, würde man, glaube ich, aus heutiger Sicht sagen. Und es gab intensive Interpretationsdebatten. Außerdem und parallel dazu und bestimmt nicht immer völlig getrennt von diesen Anstrengungen, gab es vielfältige Anwendungen, ob in der Kernphysik, wenn es um die Frage des Beta-Zerfalls, Kerndissoziation oder sowas ging, in der Metallphysik, wenn es um die Frage der Leitfähigkeit von Metallen ging, in der Molekülphysik, in Bereichen, die man heute bestimmt der Quantenchemie zuordnen würde, in vielen, vielen anderen Bereichen. Vielleicht als Buzzword einfach mal den Tunneleffekt angeführt, den jeder Physikstudent früh in seiner Quantenmechanik-Vorlesung kennenlernt. Also es gab unheimlich viel, was unheimlich schnell passierte. Alle hatten darauf gewartet. Die Frage ist jetzt, und ich habe ja schon in meiner Einführung ziemlich häufig betont,
dass es deutliche Kontinuitäten gab, dass Methoden der klassischen Physik nicht etwa radikal abgeschafft wurden, sondern verändert wurden oder gar sogar beibehalten wurden in diesem Umbruch der Physik in den Jahren 1925, 1926. Ist diese Quantenmechanik, ist die Wellenmechanik ein revolutionärer Bruch mit der klassischen Physik oder ist es eine Umformung, eine irgendwie graduelle Veränderung, eine Transformation der klassischen Physik? Hier habe ich nochmal aufgelistet die Dinge, die irgendwie als Elemente sowohl der Mathematik wie der Physik in der klassischen Theorie übernommen wurden, in Matrizen- und Wellenmechanik, die wichtige Rollen spielten. Ich möchte vor allem jetzt für den Rest des Vortrages auf die Rolle dieser optisch-mechanischen Analogie, auf die ich noch eingehen werde, hinweisen. Und möchte außerdem ankündigen, dass ich finde, dass nicht nur die Heisenbergsche Matrizenmechanik, sondern auch die Schrödingersche Wellenmechanik verstanden werden kann als Verschärfung des Bohrschen Korrespondenzprinzips, also als eine Klarstellung des Verhältnisses zwischen klassischer Physik und Quantenphysik. Damit komme ich auch schon zum zweiten Teil. Hier werde ich mich jetzt konzentrieren auf Erwin Schrödinger und die Geschichte der Wellenmechanik. Im Frühjahr 1926 beginnt Erwin Schrödinger mit der Publikation seiner Mitteilung zur Wellenmechanik, die bis zum September des Jahres dann 4 Stück zählen werden. Der Titel ist Quantisierung als Eigenwertproblem. Und der Titel steht für die zentrale Einsicht seiner Arbeiten, wie ich hoffe, gleich noch zeigen zu können. Interessant für den Historiker ist nun, dass die erste Mitteilung und die zweite Mitteilung zwei völlig unterschiedliche Ableitungen der nicht-relativistischen Wellengleichung enthalten. Und man nicht sicher sein kann, ist er auf dem einen Weg dahin gekommen, ist er auf dem anderen Weg dahin gekommen oder auf einem völlig anderen dritten Weg. Warum publiziert er überhaupt zwei unterschiedliche Ableitungen der Wellenmechanik in zwei aufeinanderfolgenden Arbeiten? Und beide nicht relativistisch. Man könnte sich ja vorstellen, zum Beispiel, erstmal nimmt man den nicht relativistischen Grenzfall und dann reicht man die relativistische Wellengleichung hinterher. Die Frage, die mich jetzt also treibt im Rest des Vortrags, ist, wie hat Schrödinger denn nun wirklich diese Wellengleichung gefunden? Was sind die Wurzeln der Wellenmechanik? Und natürlich bin ich nicht der erste Historiker, der sich damit beschäftigt. Es gibt dazu in der Literatur viele Ansichten bereits. Eine ist, dass Schrödingers zentrales Interesse in den Jahren 1924 bis 1925 die Quantenstatistik des idealen Gases ist. Und wenn man sich die zur Verfügung stehenden Archivalien, die Korrespondenz und alles andere anguckt, dann ist diese These eindeutig haltbar. Das war so. Sein zentrales Interesse ist Quantenstatistik. Er hört nun durch Einstein von der Bose-Einstein-Statistik. Das ist eine neue Statistik, die für Mikroteilchen gelten soll und völlig andersartig ist als die altbekannte Maxwell-Boltzmann-Statistik. Und Einstein hat so eine kleine Bemerkung in einem seiner Papiere, dass er glaube, dass vielleicht mit den de Broglie'schen Ideen über Materiewellen man zu einer physikalischen Anschauung gelangen könne, was diese Bose-Einstein-Statistik angeht. Schrödinger, ich hatte eingangs erwähnt, er stammt eindeutig aus der Tradition Boltzmanns, Exners, Hasenöhrls, war nicht gewillt, die Boltzmann-Statistik als natürliche Statistik, als einzige Statistik aufzugeben. Er wollte nicht akzeptieren, dass man irgendwie für Mikroteilchen plötzlich eine andere Statistik braucht. Und es gelingt ihm tatsächlich nachzuweisen, dass man die Bose-Einstein-Statistik, die für Teilchen im idealen Gas, für die Atome des idealen Gases oder die Moleküle des idealen Gases hergeleitet wurde, genauso verstanden werden kann, wenn man eine Boltzmann-Statistik für die Wellenmoden der stehenden Wellen in einem endlichen Volumen macht, die dann natürlich aussagen würde, dass was tatsächlich in einem idealen Gas drin sind, keine Teilchen sind, sondern Wellen. Also es gelingt ihm eine, das sind seine Worte, natürliche Statistik zu finden, nämlich die Boltzmann-Statistik, indem er die Ontologie ändert seines Problems, indem er ändert die Elemente der physikalischen Realität, von denen er ausgeht. Er sagt, ein ideales Gas ist nicht etwa, wie wir uns vorstellen, ein Gas von Atomen oder Molekülen. Nein, es sind stehende Wellen in einem endlichen Volumen. Und wenn ich da die Wellenmoden abzähle, komme ich mit Hilfe der Boltzmann-Statistik auf die Bose-Einstein-Statistik.
zweite Wurzel, die von Historikern identifiziert wurde, ist ein ominöses Paper von Schrödinger aus dem Jahr 1922. Das trägt den Titel über eine bemerkenswerte Eigenschaft der Quantenbahnen eines einzelnen Elektrons. Und da beschäftigt er sich mit einem sogenannten Weilschen Phasenfaktor. Das hat was mit der Parallelverschiebung eines Vektors über eine geschlossene Bahn, über einen Orbit, über eine Elektronenbahn zu tun. Und im Nachhinein kann man sehen, dass das sehr eng verwandt ist mit der de Broglie'schen Resonanzbedingung, die es erlaubt, die Quantenbedingungen physikalisch zu erklären. Und deshalb haben Historiker wie zum Beispiel Paul Forman und Raman dies als möglichen Anstoß für die Entwicklung der Wellenmechanik angesehen. Das Problem ist allerdings, dass anders als in der Gastheorie überhaupt keine Evidenz vorliegt, dass sich Schrödinger in den Jahren 1922 bis 1926 irgendwie eingehender mit Fragen der Atomphysik auseinandergesetzt hätte. Und ich werde nachher erklären, wo meiner Meinung nach oder nach der Meinung meiner Kollegen und mir diese Arbeit überhaupt herkommt. Die dritte Wurzel, mögliche Wurzel von dreien, ich gehe jetzt nicht noch zu höheren Kardinalzahlen, ist die sogenannte Hamiltonsche Analogie zwischen Optik und Mechanik. Helge Krach, dänischer Wissenschaftshistoriker, schlug 1982 vor, dass de Broglie's Verweis in seiner Doktorarbeit, die Schrödinger im November 1925 las, nach dem Hinweis von Einstein, eine Analogie zwischen Optik und Mechanik anführt. Und dass diese Analogie Schrödingers Interesse weckte, da er sich selber schon in etwa 1920 intensiv mit der Hamiltonschen Mechanik befasst hatte. Und dass dies der Ansatzpunkt war, an dem Schrödinger ansetzte und dass dies ihn zur Wellenmechanik trieb. Das Problem ist jetzt nun, ich habe schon von den zwei unterschiedlichen Ableitungen der Wellenmechanik gesprochen, gerade die erste Abhandlung von Schrödinger, in etwa einen Monat verfasst vor der zweiten, erwähnt diese Analogie nicht. Hingegen ist sie zentral in der zweiten Abhandlung. Und das führt natürlich zu größten Zweifeln an diesem Erklärungsversuch, weil die Analogie überhaupt nicht auftaucht, kann sie wahrscheinlich doch auch keine konstruktive Rolle in der Entstehung der Wellenmechanik gespielt haben. Ich merke gerade, dass ich die Zitate nicht übersetzt habe. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, im Rahmen dieses Projekts zur Geschichte und Grundlagen der Quantenphysik über die Quellen hinauszugehen, die bislang in der Literatur berücksichtigt worden waren. Wir haben uns die Notizbücher von Erwin Schrödinger vorgenommen. Und in der englischsprachigen wissenschaftshistorischen Literatur findet man Aussagen, wie dass Schrödinger wenige Spuren der Entwicklung seiner Ideen hinterließ, als er auf dem Weg zur Wellenmechanik war. Oder in der Biografie von Moore zu Schrödinger liest man, dass ein Rätsel nun die historischen Aufzeichnungen verdunkelt. Die einzigen überlebenden Aufzeichnungen aus dieser Zeit seien ein dreiseitiges Notizbuch oder ein dreiseitiges Konvolut von Notizen mit dem Titel H-Atom-Eigenschwingungen und ein 72-seitiges Forschungsnotizbuch mit dem Titel Eigenwertproblem des Atoms 1. Diese Aussagen sind falsch. Unsere Auswertung der Notizbücher von Erwin Schrödinger hat ergeben, dass diese eine fast vollständige, lückenlose Dokumentation des Wegs zur Wellenmechanik ergeben. Wir haben 32 Notizbücher mit jeweils oft 50 bis 150 Seiten transkribiert, untersucht, analysiert, zeitlich sortiert, weil die nicht datiert sind. Und das hat uns zu einem neuen Bild von der Entstehung der Wellenmechanik geführt. Und das Interessante ist, dass alle drei Wurzeln, von denen ich bislang gesprochen habe, ihren logischen Platz in einem weitaus ambitionierteren Forschungsprogramm Schrödingers haben. Das heißt, die Gastheorie, dieses eigenartige Paper von 1922 und die optisch-mechanische Analogie spielen alle eine Rolle, aber nicht in dem Sinne, wie die Wissenschaftshistoriker vor uns das jeweils eingeordnet haben, sondern sie nehmen ihren Platz in einem ambitionierten Forschungsprogramm, das bis auf das Jahr 1918 zurückzuverfolgen ist bei Schrödinger. Und die zentrale Rolle wird gespielt von der Hamiltonschen optisch-mechanischen Analogie. Und das können wir anhand der Notizbücher nachweisen. Und ich möchte jetzt, weil ich jetzt schon zum fünften Mal, glaube ich, die optisch-mechanische Analogie erwähnt habe, kurz einen Einschub machen und erklären, was es ist.
Wir fangen an mit der Hamiltonschen Optik. Das ist jetzt noch nicht die Analogie. Hamilton hat sich in den 1830er Jahren hauptsächlich mit Strahlenoptik befasst. Man sollte dazu wissen, dass es natürlich eine Zeit war, in der über die Ontologie des Lichts, also besteht Licht aus Wellen oder aus Teilchen, Uneinigkeit herrschte. Es gab die Newtonsche Emissionshypothese und Anhänger dieser Hypothese, dass Licht Teilchen aus Teilchen besteht. Und es gab die Huygensche Hypothese, Licht sei eine Welle. Und Hamilton hat nun nach einer Möglichkeit gesucht, beide diese Sichtweisen mathematisch zu vereinen. Und es gelingt ihm, 1833 eine Formulierung der Strahlenoptik zu finden, die wie die Lagrange'sche Mechanik aus einer einzigen zentralen Idee, nämlich einem Variationsprinzip, entspringt. Und ich übersetze es gerne danach nochmal, wenn jemand das will. Ich lese es jetzt trotzdem auf Englisch vor. Those who have meditated on the beauty and utility in theoretical mechanics of the general method of Lagrange must feel that mathematical optics can only then attain a coordinate rank with mathematical mechanics or with dynamical astronomy in beauty, power and harmony when it shall possess an appropriate method and become the unfolding of a central idea. Die Idee ist also, man führe die Strahlenoptik zurück, völlig losgelöst von der zugrunde gelegten Ontologie auf ein Variationsprinzip. Und das ist das, was ich hier skizziert habe. Egal, egal ob Licht als Teilchen oder Licht als Welle. Für beides gibt es aus der Zeit von vor Hamilton Variationsprinzipien. Einmal das Maupertuis'sche Prinzip für die Wirkung, wo die charakteristische Funktion das Wirkungsintegral ist. Oder das Fermat'sche Prinzip für die Laufzeit, wo die Laufzeit des Lichtes minimiert wird. Und dieses Variationsprinzip wird allgemein formuliert und das ist die Hamiltonsche Optik. 1834 unternimmt Hamilton dann den nächsten Schritt. Er versucht zu zeigen, dass diese Methode, die er da entwickelt hat, mit dem Variationsprinzip im Zentrum, unter Umständen auch anwendbar sein könnte auf die Mechanik, dass man also eine zu der Lagrange'schen Formulierung der Mechanik analoge, oder das Wort sollte ich jetzt nicht verwenden, äquivalente Form der Mechanik finden könnte, die auch genauso wie in seiner Optik auf einem Variationsprinzip fußt. Und nach Abschluss, erfolgreichem Abschluss hiervon, schreibt er: By this view, the research of the most complicated orbits in lunar, planetary and sidereal astronomy is reduced to the study of the properties of a single function, die Wirkung, the action, which is analogous to my optical function and represents the action of the system from one position to another. Was Hamilton also gelungen ist, ist eine einzige Größe, die Wirkung, die natürlich abhängig ist von Koordinaten, Impulsen, zu finden, die, wenn man sie variiert, einen zu der Lösung eines mechanischen Problems bringt. Genauso wie das in seiner Optik ihm gelungen ist. Heute ist es bekannt als Hamilton-Jacobi-Mechanik. Jacobi hat die Hamiltonsche Mechanik stark erweitert, hat sie im Prinzip auf ein geometrisches Problem reduziert durch Elimination der Zeit. Aber schon für Hamilton war das eine extrem mächtige Methode, gleichzeitig jedoch auch eine Methode, die bestimmt in der praktischen Anwendung auf konkrete Probleme der Lagrange-Methode nachstand. Das hätte ich natürlich auf der letzten Folie schon sagen sollen. Diese Verbindung zwischen der Hamiltonschen Optik und der Hamiltonschen Mechanik, zwei grundlegende Formulierungen von Optik und Mechanik, dass die formal identisch sind, das ist die optisch-mechanische Analogie. Dieses Schema, ich habe ein Variationsprinzip und eine charakteristische Funktion und alle Probleme lassen sich im Prinzip lösen, wenn ich nur diese charakteristische Funktion kenne, durch Variation, durch Lösung des Variationsproblems, das ist die Hamiltonsche optisch-mechanische Analogie und hier nochmal in einer zweiten Dimension die Hamiltonsche Optik, die sozusagen Strahlenoptik und Wellenoptik miteinander verbindet. Interessanterweise war außer in England das eine nicht weit bekannte Tatsache. Es ist tatsächlich so, dass es mehrfach wiederentdeckt wurde. Zum Beispiel gibt es aus den späten 19., frühen 20. Jahrhundert Arbeiten von Heinrich Bruns über das Ikonal, in
er aus der Hamiltonschen Mechanik, aus der Hamilton-Jacobi-Mechanik, Schlussfolgerungen für die Optik zieht, ohne zu wissen, dass eigentlich genetisch bei Hamilton die Formulierung der Optik der Formulierung der Mechanik vorausging. Und einer der wenigen, die sich damit befasst haben, war neben Klein, dessen Manuskript zur Hamiltonschen Optik hier in der Universitätsbibliothek lag zumindest. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es immer noch hier liegt. Neben Klein war das Sommerfeld, der 1911 mit Iris Runge ein anscheinend auch nicht viel beachtetes Papier über die Hamiltonsche Analogie und die Hamiltonsche Optik veröffentlichte. Jetzt will ich wieder weitermachen mit dem Hauptthema. Ich hoffe, dass klar geworden ist, wo diese Struktur der Hamiltonschen optischen mechanischen Analogie herkommt. Und jetzt muss ich noch einlösen, das, was ich vorhin versprochen habe, und zeigen, dass es tatsächlich für Schrödinger auch wichtig war. Und deshalb will ich kurz mal skizzieren, was die Rolle dieser Analogie für Schrödinger war, und danach gehe ich noch ins Detail. In etwa nach dem Ersten Weltkrieg oder sogar noch während des Ersten Weltkriegs begegnete Schrödinger zum allerersten Mal dieser Hamiltonschen Analogie beim Versuch, die klassische Mechanik zu verallgemeinern. Ende 1925 liest Schrödinger die Dissertation von de Broglie im Kontext der Gastheorie und benutzt Materiewellen zur Interpretation des Bose-Einstein-Statistik, das habe ich schon erzählt. Im Januar nutzt er sie als Heuristik zur Aufstellung der Wellengleichung, schon für die erste Mitteilung. Im Februar vervollständigt er die Hamiltonsche Analogie. Deshalb würde ich sozusagen den wahren Geistesblitz Schrödingers in den Februar 1926 nach Publikation der ersten Mitteilung legen. Warum, erzähle ich noch. Und für ihn wandelt sich dann die Rolle der Hamiltonschen Analogie von einem heuristischen Kriterium oder einem sozusagen Konstruktionsprinzip für seine Theorie zu einem Auswahlkriterium für überhaupt mögliche Theorien. Dann schreibt er seine zweite Mitteilung und in der Folge spielt die Analogie hauptsächlich keine konstruktive Rolle mehr für ihn, sondern eine interpretative. Das heißt, die Einsichten, die er aus der Anwendung bei der Herleitung der Schrödinger-Gleichung gewonnen hat, aus der optisch-mechanischen Analogie, treiben seine Sicht auf die Interpretation der Quantenmechanik. Fangen wir an. Dieses frühe Forschungsprogramm zwischen 1918 und 1922 ist ein extrem ambitioniertes Programm Schrödingers, der sich sehr gerne immer mit der Relativitätstheorie, auch mit der allgemeinen Relativitätstheorie auseinandergesetzt hat, zu einer Verallgemeinerung der klassischen Mechanik, und zwar durch die Verbindung der allgemeinen Relativitätstheorie mit der Hertzschen Mechanik. Die Hertzsche Mechanik ist ein Versuch, Kräfte komplett aus der Mechanik zu verbannen. Und dies gelingt durch die Einführung zweier Dinge. Das eine sind versteckte Massen, die sozusagen der Erfahrung nicht zugänglich sind. Und das andere sind sogenannte Bindungen. Heute würde man sagen Zwangsbedingungen. Und Hertz hat versucht, die Mechanik zu formulieren als eine Theorie quasi der freien Bewegung, der kräftefreien Bewegung in einem höherdimensionalen Raum, dessen Geometrie bestimmt wird durch diese Bindungen. Das ist gar nicht so unähnlich manchen Dingen, die heutzutage zum Beispiel in der Stringtheorie gemacht werden. Und Schrödinger in einem Notizbuch mit dem Titel Tensoranalytische Mechanik versucht, die Quantenbedingungen der alten Quantentheorie, dieses Kreisintegral PdQ ist gleich n mal h, was wir bei Bohr gesehen haben, als Hertzsche Bindungen zu verstehen. Das würde eben sofort ein physikalisches Verständnis dieser Quantenbedingungen bringen. Dann wären nämlich die Quantenbedingungen auf einer epistemisch gleichen Stufe mit den Kräften in der Mechanik. Sie wären halt eine andere Art von Kraft. Wenn ihm das gelänge, hätte er sozusagen ein physikalisches Verständnis für die Quantentheorie erlangt. Gut, das gelingt ihm nicht. Diese Sachen sind nicht publiziert, die Nachforschungen verlaufen im Sande. Er lernt aber einiges. Unter anderem, das sollte ich vielleicht noch kurz sagen, beschäftigt er sich mit der optisch-mechanischen Analogie.
Im Oktober, November liest Schrödinger de Broglie und schafft es eben durch Reinterpretation der Bose-Einstein-Statistik mittels der Wellenmoden zur natürlichen Boltzmann-Statistik zurückzugelangen. Und für ihn ist das sofort ein schlagendes Argument für die Korrektheit des Wellenbildes. Die Überwindung wäre so groß, die Boltzmann-Statistik aufzugeben, dass er lieber die Teilchenontologie der Mechanik aufgibt und zu einer Wellenontologie wechselt. Also Materie ist nichts als Welle. Und diese Einsicht hat er schon in etwa 2 Monate, bevor er seine erste Mitteilung zur Wellenmechanik einreicht. Und es steht publiziert in dem im Dezember publizierten Artikel von Schrödinger zur Einsteinschen Gastheorie. Das heißt nichts anderes als Ernst machen mit der de Broglie-Einsteinschen Undulationstheorie der bewegten Korpuskel, nach welcher dieselbe nichts weiter als eine Art Schaumkamm auf einer den Weltgrund bildenden Wellenstrahlung ist. In der Dissertation von de Broglie begegnet Schrödinger dieser Analogie zwischen Fermatschen und Maupertuischen Prinzip. De Broglie kennt anscheinend Hamilton nicht, entwickelt es selber, aber Schrödinger kennt natürlich Hamilton. Er kennt dies als Ausdruck der Hamiltonschen Analogie und führt sofort eine relativistische Wellengleichung ein zur Beschreibung der de Broglie'schen Materiewellen. Und er entdeckt, und das ist das, wonach er schon so lange gesucht hat, eine physikalische Erklärung der Quantenbedingungen. Und zwar ergeben die sich aus dem Eigenwertproblem einer partiellen Differentialgleichung, einer Wellengleichung. So wie bei einer schwingenden Saite nur bestimmte Schwingungsmoden möglich sind, ist im Bohrschen Atom es halt nur möglich, Elektronen auf bestimmten Orbits zu haben. Er löst die Wellengleichung für das Wasserstoffatom in der Folge, aber das Ergebnis stimmt nicht mit der Feinstruktur der Sommerfeld-Theorie überein. Das heißt, er kriegt nicht das richtige Wasserstoffspektrum. Im Nachhinein ist es nicht überraschend. Was er abgeleitet hat, ist die sogenannte Klein-Gordon-Gleichung. Er berücksichtigt keinen Spin. Deshalb kann es relativistisch nicht hinhauen. Gleichzeitig kann es bei Sommerfeld auch eigentlich nicht hinhauen, aber das ist eine andere Geschichte, da könnte man einen eigenen Vortrag machen. Also auch bei Sommerfeld ist natürlich kein Spin dabei. Das Ganze wird quasi gecancelt durch die Benutzung einer klassischen Beziehung für den Drehimpuls, wo man eigentlich auch eine quantentheoretische hätte benutzen müssen. Das passt zu der Aussage, dass das, was einen guten Physiker auszeichnet, immer eine gerade Anzahl von Vorzeichenfehlern ist. Also er hat nun eine relativistische Wellengleichung. Er sieht, so eine Wellengleichung verschafft einem eine physikalische Interpretation der Quantenbedingungen, aber es kommt nicht raus, was empirisch beobachtet wird. Er sträubt sich, aber schließlich ringt er sich dazu durch, okay, probieren wir die nicht-relativistische Näherung. Und er leitet dann im Januar 1926 eine nicht-relativistische Wellengleichung her, welche zu korrekten Energieniveaus für das Wasserstoffatom führt. Und dieser programmatische Titel hier mit Bewegung des Kernes relativistisch und dann die alte Hamiltonsche Analogie zwischen Optik und Mechanik steht direkt vor dem, was tatsächlich der Text, der publizierte Text der ersten Mitteilung Schrödingers ist. Und man kann sehen, dass das Variationsprinzip der ersten Mitteilung Schrödingers, aus dem er dort die Wellengleichung ableitet, hier tatsächlich organisch sich entwickelt aus der Betrachtung der Hamiltonschen Analogie. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Uhr gucken, ob ich Zeit habe, das zu erklären. Ich bin etwas skeptisch. Wie lange habe ich noch? Nicht mehr lang. 5 Minuten, 10 Minuten, sowas? Okay. Also er substituiert etwas für die Wirkung, schreibt dann die Hamiltonsche partielle Differentialgleichung hin und dann kommt ein irgendwie Ad-Hoc-Schritt, und zwar schreibt er die ganze Hamiltonsche Differentialgleichung unter ein Integral. Heutzutage erkennt man das leicht als Erwartungswert von H minus E, vom Hamilton-Operator minus der Energie, der natürlich, wenn man ihn variiert, bitte doch null werden soll aus Sicht der heutigen Quantenmechanik. Dieser Schritt ist aber vollkommen ad-hoc und er lässt sich verstehen dadurch, dass eigentlich ja die Lösung einer Hamiltonschen partiellen Differentialgleichung aus 2 Schritten besteht. Man muss zum einen überhaupt erstmal lösen für die partielle Differential, für die charakteristische Funktion, Entschuldigung, man muss
sozusagen die charakteristische Funktion kennen und dann muss man darüber variieren. Und was Schrödinger macht, ist, er invertiert diese beiden Schritte. Und er deutet die Hamiltonsche partielle Differentialgleichung um, somit in eine Feldgleichung für das Wirkungsfeld, nutzt die Analogie als heuristische Vorschrift und übersetzt die klassische Wirkung ins Wellenbild. Und hier steht sie schon fast in diesem Notizbuch. Das ist das erste Auftauchen der nicht-relativistischen Schrödinger-Gleichung, da fehlt das Psi. Das ist aber nur ein Teilerfolg. De Broglie war eine relativistische Theorie. Warum zum Teufel soll man nicht in der Lage sein, eine relativistische Wellengleichung hinzuschreiben? Er plant also eine zweite Mitteilung zur relativistischen Wellengleichung. Auch hier wiederum der Ausgangspunkt, die Hamiltonsche Analogie. Das lese ich vielleicht gar nicht vor. Lass es nur kurz stehen. Das ist, wie er sozusagen seine Aufzeichnungen zur zweiten Mitteilung anfängt. Und erst dort, in diesen Notizbüchern, versteht Schrödinger etwas Zentrales. Bislang war er davon ausgegangen, dass eine 1-zu-1-Korrespondenz zwischen der Wirkung und seiner Wellenfunktion besteht. Jetzt versteht er, dass die Hamiltonsche Wirkungsfunktion natürlich nur die Phase und nicht etwa auch die Amplitude der Wellenfronten beschreibt. Im Fall von Beugung oder Divergenz, bei Interferenz, variiert die Amplitude aber entlang einer Wellenfront. Und dann ist Psi nicht mehr eine einfache Funktion der Wirkung. Und das führt ihm, das ist jetzt aus der publizierten zweiten Mitteilung, zu folgender Einsicht. Vielleicht ist unsere klassische Mechanik das volle Analogon der geometrischen Optik und als solches falsch, nicht in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Sie versagt, sobald die Krümmungsradien und Dimensionen der Bahn nicht mehr groß sind gegen eine gewisse Wellenlänge, der im Q-Raum eine reale Bedeutung zukommt. Dann gilt es, eine undulatorische Mechanik zu suchen. Und der nächstliegende Weg dazu ist wohl die wellentheoretische Ausgestaltung des Hamiltonschen Bildes. Warum nenne ich das eine Vervollständigung der optisch-mechanischen Analogie? Das ist nochmal das Bild, was ich vorhin hatte, mit der Hamiltonschen Optik hier und hier der Hamiltonschen optisch-mechanischen Analogie. Was Schrödinger einsieht, ist, dass Strahlen- und Wellenoptik nicht äquivalent sind. Das mag er gewusst haben, das darf sogar als relativ wahrscheinlich bezeichnet werden, aber es war ihm im Arbeitsprozess, im Forschungsprozess nicht klar. Und diese Einsicht führt ihn dazu, zu sagen, okay, wenn jetzt die Wellenoptik im Falle kleiner Wellenlängen in die Strahlenoptik übergeht und Hamilton eine Analogie postuliert hat zwischen Strahlenoptik und Teilchenmechanik, Korpuskularmechanik, was ist dann die Theorie, die im Grenzfall kleiner Wellenlängen in die Teilchenmechanik übergeht? Sie werden es ahnen, die Wellenmechanik. Die Teilchenmechanik ist nur ein Grenzfall einer allgemeineren Wellenmechanik. Und das ist das, was für Schrödinger das Äquivalente ist zur Umdeutung von Heisenberg. Das ist das, was der Verschärfung des Korrespondenzprinzips entspricht. Es definiert die Beziehung zwischen klassischer Korpuskularmechanik und der neuen Mechanik. Und diese Einsicht hatte er noch nicht bei seiner ersten Mitteilung, die kam ihm erst bei der Arbeit zur zweiten. Ich glaube, jetzt sehe ich mich genötigt, das hier, obwohl es sehr interessant ist, völlig zu überspringen. Er war natürlich überhaupt nicht zufrieden, dass er weiterhin keine relativistische Theorie hatte und war mit vielen anderen Dingen auch nicht zufrieden, zum Beispiel die Kopplung ans elektromagnetische Feld wollte ihm nicht gelingen, hat er hunderte Seiten in seinen Notizbüchern dazu gehabt. Das muss ich jetzt leider überspringen, schade wie es ist. Ich möchte aber eine Sache zeigen, und zwar die Interpretation der Wellenfunktion. Natürlich wollte Schrödinger irgendwie das, was er dort hatte, als reale physikalische Welle im dreidimensionalen Raum beschreiben. Also versuchte er zum Beispiel eine Ladungsstromdichte aus der Wellenfunktion abzuleiten. Das ist die am meisten bekannte Interpretation Schrödingers von der Wellenfunktion. Dies sei nichts anderes als eine Teilchen- oder Ladungsdichte im dreidimensionalen Raum. Und das könnte man dann als physikalische Welle interpretieren. In der Zwischenzeit publizierte Born dann seine Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Und Schrödinger widersprach heftig. Und ich behaupte, er widersprach deshalb heftig, weil er diese Grundeinsicht gewonnen hatte, dass Materie Welle ist und nicht etwa Teilchen. Und Born ging ja mit seiner Wahrscheinlichkeitsinterpretation völlig zurück zur Teilchenontologie. Es war nur eine Wahrscheinlichkeitsfunktion dafür, wo sich Teilchen befinden. Und das möchte ich hier zeigen, schon allein, weil wir hier sind. Das ist
Kurzschrift. Glücklicherweise musste ich das nicht transkribieren, sondern das war schon transkribiert. Die ersten zwei Zeilen. Das Mittelbilden über die Phasen muss vollkommen die statistische Schweinerei aus Göttingen ersetzen. Das war Schrödingers Ansicht über Born. Das war einer seiner fehlgeschlagenen Versuche übrigens, zu einer anderen Interpretation zu gelangen. Das Hauptproblem war natürlich die Definition der Wellenfunktion im Konfigurationsraum. Wie lässt sich aus einer dreidimensionalen Wellenfunktion eine Welle in drei Dimensionen ableiten? Wie kann man Wellenpakete definieren? Warum fließen die nicht auseinander oder tun sie es doch? Und als er sah, dass er da nicht weiterkam, er konnte zeigen, dass für harmonische Oszillatoren die Wellenpakete nicht auseinanderfließen, aber das ist natürlich ein pathologischer Fall. In anderen allen Fällen taten sie es. Deshalb wandte er sich dem Vielteilchenproblem zu. Und nur so als kleiner Teaser auf eine zukünftige Arbeit von mir, das hier ist ein Notizbuch wahrscheinlich aus dem Frühjahr 1927, das ist meiner Ansicht nach die erste Formulierung der quantenmechanischen Verschränkung, des Entanglements. Die gemeinsamen Schwingungszustände, die beim Wechselwirken sofort sich einstellen, das ist ein Zwei-Molekül- oder Atomsystem, und zwar selbst dann sich einstellen, wenn die Einzelsysteme vor Beginn der Wechselwirkung nur mit je einer Eigenschwingung angeregt waren, sind von solcher Art, dass sie nicht mehr in Zustände der Einzelsysteme auflösbar sind. Mit diesem schönen Diagramm hier. Gut. Ich überspringe die Zusammenfassung, aber komme zum Schluss. Ich hoffe, gezeigt zu haben, dass selbst in einer fundamentalen Umwälzung des Weltbilds man nicht immer von einem revolutionären Bruch mit dem Alten, vielleicht sollte ich schreiben, mit allem Alten ausgehen kann. Man muss die komplexen Prozesse der Transformation und Reinterpretation vormals akzeptierten Wissens sorgfältig untersuchen, um den Strukturwandel in Wissenssystemen und auch die Rolle Einzelner in diesem Strukturwandel zu verstehen. Oft sind es abstrakte Strukturen, sowas wie die Störungstheorie oder zum Beispiel die optisch-mechanische Analogie, die so eine wissenschaftliche Revolution, wie wir sie nun mal nennen, überdauern, jedoch neu interpretiert werden müssen im Laufe dieser Revolution. Gerade im Physikstudium folgt die Vermittlung von Wissen oft einer didaktisch motivierten, aber von mir als pseudo-historisch bezeichneten Narrative, welche die Geschichte der Physik oft auf eine anekdotische Aneinanderreihung revolutionärer Entdeckungen durch große Forscherinnen, vielleicht weniger, aber Forscher, zu reduzieren droht. In den letzten 50 Jahren hat sich die Wissenschaftsgeschichte radikal gewandelt, weg von einer Ideengeschichte hin zu einer Beschäftigung mit der Praxis der Wissenschaftler. Und zwar sowohl bekannter und weniger bekannter, berühmter und weniger berühmter, erfolgreicher und weniger erfolgreicher Wissenschaftler in ihrem jeweiligen historischen Kontext. Und das hat eine Lücke aufgemacht zwischen der Art und Weise, wie Physiker, man sagt in einer Übersetzung aus dem Amerikanischen gerne immer arbeitende Physiker, und professionelle Wissenschaftshistoriker arbeiten. Und ich finde, diese Lücke gilt es zu füllen. Den methodologischen Standards der Wissenschaftsgeschichte genügende historische Darstellung physikalischer Inhalte führt nicht nur zu einem tieferen Verständnis physikalischer Theorien, sondern vermag es auch gerade jungen Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in den intellektuellen Prozess des Forschens zu geben, die zum Beispiel den Umgang mit eigenen Schwierigkeiten im Forschungsalltag oder gar Fehlschlägen in der täglichen Arbeit erleichtern. Ich weiß nur aus meiner Zeit als Doktorand in der theoretischen Festkörperphysik, ich hätte gerne mal so ein Schrödinger-Tagebuch angeguckt, so ein Schrödinger-Notizbuch angeguckt oder vielleicht von jemandem darüber gehört. Schrödinger fängt 5 bis 10 Mal die gleiche Rechnung an, scheitert immer wieder, bleibt aber dabei und am Ende hat das. Dann bemerkt er, was er nicht richtig gemacht hat bei Version 3 oder 4. So habe ich auch gearbeitet. Aber ich dachte immer, das liegt daran, dass ich halt nicht so gut bin. Nur wenn Schrödinger das macht, dann wäre es mir vielleicht leichter gefallen. Das ist aber nur ein Punkt, warum ich es wichtig finde, dass man über Geschichte, über Physikgeschichte nachdenkt und zum Beispiel auch alle Quellen in Betracht zieht, die es gibt und nicht eine irgendwie fiktive Rekonstruktion von Vorgängen in der Geschichte der Physik macht, die zwar logisch deduktiv richtig ist, die aber nicht dem entspricht, was tatsächlich passiert ist. Daher, aber nicht nur daher, gehört Physikgeschichte meiner Ansicht nach in die Physikfachbereiche, in die Curricula der Physikfachbereiche und in die wissenschaftlichen Periodika. Und zwar nicht nur
anlässlich großer Jubiläen. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diesen hervorragenden Vortrag. Gibt es Fragen? Warum haben die Leute vorher diese Tagebücher nicht angeschaut? Das haben sie, das hätte ich vielleicht nochmal deutlicher betonen sollen. Allerdings gibt es natürlich ein großes Problem. Ich weiß nicht, ich gehe vielleicht mal auf eine x-beliebige Seite. Also die Leute, die es angeguckt haben, waren meistens aus der angelsächsischen Tradition der Wissenschaftsgeschichte. Helge Krach hat es angeguckt zum Beispiel, der spricht recht gut Deutsch, aber so eine Kurrentschrift, österreichische Kurrentschrift zu lesen, ist halt schon anstrengend und es handelt sich wirklich um tausende Seiten. Also ein Notizbuch hat zum Teil 80 Seiten. Wir haben 31 Notizbücher angeguckt, manche sind kurz, aber manche sind auch richtig lang und diese sozusagen salient points, die sozusagen die Angelpunkte, sind halt kurze Segmente in langen, oft halt nicht sehr zielführenden Anstrengungen Schrödingers. Wer es sich auch angeguckt hat und zum Teil auch transkribiert, aber nur sozusagen eine kleine Untermenge dieser Notizbücher sind Jacques de Schmera und Helmut Rechenberg. Und natürlich kann Helmut Rechenberg Deutsch und kann es auch lesen. Und das Problem, was ich sehe, das ist publiziert in dieser großen roten Springer-Reihe über die Geschichte der Quantenphysik, da kommt überhaupt keine Analyse vor oder kaum eine Analyse. Das heißt, es gibt Transkripte, zum Teil auch wichtiger Notizbücher, aber ohne, dass über diese reflektiert wird. Ich kann es mir nur so erklären, dass es halt sehr viel Aufwand war und wir haben halt glücklicherweise auch die Manpower gehabt. Also das habe ich nämlich vergessen, nochmal kurz zeigen. Natürlich alles nicht nur mein eigenes Werk. Ich muss mich ganz doll bedanken bei Christoph Lehner und Jürgen Renn. Jürgen Renn ist der Direktor unseres Instituts, Christoph Lehner der Leiter des Projekts für die Geschichte und Grundlagen der Quantenphysik. Mit den beiden habe ich intensiv zusammengearbeitet. Das Papier, was ich vorhin auch ausgelegt habe, vorne in 10 Exemplaren, ist zusammen mit Christoph Lehner. Also mit dem habe ich jahrelang, von 2007 bis 2010, an der Transkription und Analyse dieser Notizbücher gesessen. Und das ist halt so in einem Fach wie der Wissenschaftsgeschichte, das kommt selten vor, dass man dafür die nötige intellektuelle Freiheit und vor allem das Funding hat. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei der Tochter von Erwin Schrödinger, Ruth Braunitzer und ihrem Mann Arnulf Braunitzer, die sehen Sie hier auch, die Tochter im Vordergrund, ihren Mann links dahinter. Natürlich stellvertretend, auch wenn es falsch geschrieben ist, für alle Organisatoren bei Herrn Lüders und an Sie für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, das noch schnell nachzuholen. Soll ich noch mehr zu der Frage sagen? Gerne. Ich habe mit Helge Krach explizit darüber geredet und er meinte, er hat sich das damals von einem Dienst transkribieren lassen. Also von jemandem, der das professionell gemacht hat und es wurde ihm schlicht zu teuer. Und er ist wohl derjenige, der die besten Schlussfolgerungen aus diesen Notizbüchern gezogen hat, die publiziert sind vor dem, was wir gemacht haben, würde ich behaupten. Also es wurde ihm schlicht zu teuer, es war zu viel Material. Und dann könnte ich noch einen weiteren Schwank erzählen, und zwar gab es lange Zeit, und es ist auch immer noch nicht ganz vorbei, Riesenstreit zwischen den Nachkommen Erwin Schrödingers, Ruth und Arnulf Braunitzer und der Wiener Universitätsbibliothek über den Nachlass, sodass es für längere Zeit nicht möglich war, diese Dinge einzusehen. Wir sind sehr dankbar dem Herrn Forstner, der letzte Woche da war, der vor einigen Jahren, als es gerade wieder eröffnet wurde, in die Wiener Universitätsbibliothek ging und Teile davon für uns gescannt hat. Diese schrödingersche Deutung der Wellenmechanik ist ja nun nicht unwidersprochen geblieben. Nein. Born hat dem ja vehement widersprochen. Wie weit wirft denn jetzt Ihre historische Forschung ein Licht auf diese Kontroverse? Und insbesondere würde mich ein Punkt interessieren, den Sie am Ende Ihres Vortrags erwähnt hatten, nämlich wie schreibt man sozusagen
die Wellenfunktion, die in dem, ja, in dem n-dimensionalen Konfigurationsraum läuft, auf den normalen dreidimensionalen Raum um. Sie deuteten irgendwie an, Schrödinger hätte da selber Versuche gemacht, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, wohl nicht so erfolgreiche. Das war aber ja immer einer der Einwände von Born gegen die Materiewellendeutung oder wie ich das jetzt mal nennen will, Schrödingers, und ein Argument sozusagen für Borns eigene Sicht der Dinge, nämlich eben dieser wahrscheinlichkeitstheoretischen Deutung der Schrödingerschen Wellenfunktion. Also wenn Sie mir dazu noch ein bisschen was sagen können, bin gerne. Ich sehr neugierig. Ja. Also zunächst mal muss ich all dem, was Sie gerade gesagt haben, zustimmen. Das ist tatsächlich so. Also die Bemühungen Schrödingers waren nicht von Erfolg gekrönt zu einer widerspruchsfreien Interpretation der im Konfigurationsraum definierten Wellenfunktion im Ortsraum zu gelangen. Eine seiner Hoffnungen war, dass dies unter Umständen gelingen könnte, wenn man von der nicht-relativistischen Näherung zur relativistischen Fassung übergeht. Es gibt also sehr ausführliche Versuche in der Raumzeit oder in sogar noch höherdimensionalen Szenarien unter Umständen eine befriedigende Interpretation dieser 3n-dimensionalen Wellenfunktion zu erlangen. Meines Wissens war davon keine von Erfolg gekrönt. Was ich sicher sagen kann, ist, dass nichts dazu publiziert ist. Ob das interessante Ansätze wären, die sich zum Beispiel lohnte nachzuverfolgen, wenn man sich für De Broglie, Bohm, Pilot Wave Theory oder sowas interessiert, vermag ich nicht zu sagen, soweit habe ich das nicht analysiert. Aber ich glaube schon, dass bestimmte Dinge daran auch es wert wären, nochmal historisch aufgearbeitet zu werden. Aber das ist viel Arbeit, weil man sich halt auch tatsächlich mit symplektischen Mannigfaltigkeiten, mit Differentialgeometrie und anderen Dingen stark auseinandersetzen muss. Ja. Genau. Kann ich Ihnen auch gerne zugänglich machen, falls es Sie interessiert. Es gibt meines Wissens keinerlei Sekundärliteratur dazu, aber das gibt es. Gerade in der Verbindung, also wenn es um die Frage der Kopplung ans elektromagnetische Feld geht und die relativistische Fassung der Wellengleichung, ist es natürlich logisch, dass Schrödinger sich davon erhofft, dass vielleicht es ein Artefakt der nicht-relativistischen Näherung sei, dass die Welle sich nicht als physisches Wellenphänomen interpretieren lässt. Ja, und also um noch auf Born und sozusagen die heute als Kopenhagener Deutung oder sowas bezeichneten Ansichten einzugehen. Selbst Schrödinger hat sich dem zumindest nach außen hin gefügt. Also was ganz interessant zu beobachten ist, ist, dass schon nach dem Frühjahr 1926 Schrödinger intensiv publiziert, und zwar zu Anwendungen der nicht-relativistischen Wellengleichung, zum Beispiel die zeitabhängige Wellengleichung kommt dann in der vierten Mitteilung, die Störungstheorie kommt in der dritten Mitteilung, rechnet den Starkeffekt aus, findet sozusagen Dinge, die abweichen von den alten Theorien des Starkeffekts und die aber tatsächlich mit der Empirie übereinstimmen. Was er aber noch viel intensiver tut als publizieren, ist unpubliziert arbeiten und eben solchen Dingen nachgehen. Und allem Möglichen, wirklich. Also das ist ein reicher Fundus an interessanten Ideen von eben Vielteilchenansätzen, Dissoziation diatomischer Moleküle bis zu Fragen der Interpretation. Gibt es weitere Fragen? Klar. War es nicht, dass in der 27. Solvay-Konferenz hat De Broglie dann doch den Anfang von De Broglie-Bohm ja vorgeschlagen? Ja. Und warum hat Schrödinger es nicht gefallen und dann weiterverfolgt? Ich glaube, er hat kapituliert gehabt. Genau das ist der Zeitpunkt, wo er schlussendlich kapituliert und sich quasi entscheidet, sich nicht mehr öffentlich dazu zu äußern. Das endet dann um 1935 und EPR herum. Da
meldet er sich wieder zu Wort, sowohl in Korrespondenz mit Albert Einstein wie auch öffentlich in Artikeln. Vor 1935, nach 1927 gibt es meines Wissens von Schrödinger keinerlei öffentliche Äußerungen. Also auf gut Deutsch gesagt, glaube ich, er hat einfach so doll auf den Dez gekriegt von Born, von Heisenberg und von vielen anderen, dass es ihm reicht. Und er sucht weiter, das kann man auch zeigen, nach möglichen Auswegen aus seinem Dilemma, aber nichts gelingt ihm. Also es ist wirklich tragisch mit anzusehen. Und vielleicht sollte ich nochmal betonen, was ihn in diese Zwickmühle bringt, ist sozusagen der starre Glaube daran, dass sich durch diese Vervollständigung der optisch-mechanischen Analogie ihm klar gezeigt hat, dass Materie Wellennatur hat. Und das ist sehr Boltzmannsch, dass man, wenn man etwas erklären kann, die Elemente dieser Theorie für bare Münze nimmt. Das ist kein naiver Realismus, das ist irgendwie eine Art methodologischer Realismus. Das heißt, wir können eh über die tatsächliche Ontologie der Welt nichts sagen. Wir können nur die Phänomene betrachten und Theorien darüber machen. Aber wenn ich Theorien habe, die etwas beschreiben, dann glaube ich an diese Elemente in den Theorien so, als seien sie real. Genauso wie Boltzmann an die Atome glaubte, und andere Leute ihn versuchten, von der Nicht-Existenz der Atome zu überzeugen, zu Zeiten, wo man noch nicht nachweisen konnte, dass es Atome gab. Genau in diesem Sinne ist Schrödinger irgendwie ein Realist gewesen. Und das wurde ihm zum Verhängnis, wenn man es aus Sicht der Kopenhagener Deutung sieht. Ich bin mir sicher, wenn man Anhänger anderer Deutungen der Quantentheorie ist, dass man dann zu anderen Schlüssen kommt. Also als Everettianer oder als de Broglie-Bohm Führungswellen-Anhänger sieht man das, glaube ich, anders. Gibt es weitere Fragen? Möchten Sie noch eine stellen? Oder? Also. Okay. Ja, dann. Also, falls es noch eine Frage gäbe, würde ich schon noch machen. Ich kann Ihnen auch noch das Übersprungene zeigen. Keine Angst, war nur eine leere Drohung. Ansonsten gibt es jetzt auch nach der Veranstaltung noch einen Rahmen, um Fragen zu stellen. Und zwar gehen wir ins Kartoffelhaus und essen dort noch was. Und jeder ist natürlich herzlich eingeladen, noch mitzukommen. Ich kann nur noch auf nächste Woche hinweisen. Dort wird Herr Jan Freaks von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach zu uns kommen. Mit dem Vortragsthema, ob man Physik abschaffen soll, spricht über Krise, Kontinuität und Neuerfindung um 1800 aus Sicht der Lehre. Also würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder zahlreich erscheinen.